Lautstark, aber friedlich verlief die erste Pro-Palästina-Kundgebung im Zentrum von Plauen. Insgesamt waren 72 Einsatzkräfte der Polizei vor Ort. Diese standen 135 Teilnehmern gegenüber. Mit arabischen Sprechchören und selbstgebauten Plakaten machten die Versammelten auf den Gaza-Konflikt aufmerksam. Organisiert wurde die Aktion von Jacqueline, einer deutschen Konvertitin. Schon Tage vorher erlebte die 43-Jährige im Internet einen wahren Shitstorm auf die Anmeldung. Abschließend versammelten sich alle Männer für ein gemeinsames Gebet. Nach rund 2 Stunden endete die Veranstaltung gegen 18 Uhr. Bis auf die Sicherstellung eines Tierabwehrsprays im Vorfeld gab es keine nennenswerten Vorkommnisse. In einer Woche soll die Pro-Palästina-Demo erneut stattfinden.